Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich eine blaue Blume gießen und ich habe hier noch ein bisschen Leftover, weil ich was anderes heute ausprobiert habe oder gestern. Und ich verwende jetzt mein Harz und ihr seht, das ist schon relativ zähflüssig. Es ist so circa 35 Minuten, nachdem ich das Harz gemixt habe, dann habe ich halt meinen anderen Guss gemacht und sind jetzt die Überreste und das reicht genau für zwei Untersetzer. Seht immer zu für die Blumentechnik, dass das Harz zähflüssiger ist, dass es eine honigartige Konsistenz hat, dann funktioniert das meistens. Und ihr seht auch, wie schön klar das Harz ist. Also es sind ganz wenig Luftbläschen dran. Es besteht natürlich immer die Gefahr, je dicker das Harz halt dann wird, dass halt die Bläschen da sind. Aber es sieht sehr gut aus und ja, ich gebe das Ganze jetzt in meine Form. Ihr seht das, ne? Dann habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, wie dick das Harz jetzt zu dem Zeitpunkt ist. Das Harz, was ich verwende, ist das Art Pro von Resin Pro, ist von mittlerer Viskosität und daher muss das Harz für die Blumentechnik auch immer ein bisschen stehen. So, jetzt gehe ich auch nur ganz kurz mit dem Heißluftföhn drüber, mache mir ein paar Bläschen kaputt, bevor ich jetzt, ja, mein Resin-Ink suche. Ich kann aber vorweg sagen, das Resin-Ink ist das Octopus Enzian. Ich habe gedacht, das hatte ich auf dem Tisch liegen, aber nein, ich habe es wieder zurück in die Schublade gekramt. Mein Tisch liegt sowieso komplett voll mit irgendwelchen Dingen. Weil wenn man ausprobiert und momentan sind wir drei, Sandra, Marion und ich, wieder am Experimentieren und dann schaut man. Aber da ist mein Resin-Ink. Da wird auf jeden Fall in den nächsten, sage ich mal, grob anderthalb Wochen, wird nochmal eine Zusammenarbeit von uns drei kommen, weil wir sind da an einer für uns neuen Technik dran. Und momentan sieht es sehr vielversprechend aus. So, jetzt tropfe ich mir das Resin-Ink, das Enzianfarbene, in meine Form. Lass das so ein bisschen wirken, bevor ich dann mit dem Dotting-Tool das Resin-Ink praktisch Tropfen für Tropfen so ein bisschen in die Mitte ziehe. Das seht ihr jetzt gleich, wie ich das meine. Einfach nur so. Mehr mache ich nicht. Ich nehme mir immer beim Gießen meine Zeit, also ich beeile mich da nie, auch bei der Blumentechnik, weil ich habe gemerkt, je hektischer ich werde, ja, umso ja, ungleichmäßiger oder umso größer ist bei mir die Gefahr, dass das auch gar nicht vernünftig rauskommt. Deswegen, ich nehme mir meine Zeit, die ich brauche und es soll ja auch Spaß machen. So, da habe ich mein Weiß auch. Das hatte ich auch noch und da habe ich praktisch das Angel White von der Laura, von Laura's Art Corner gemischt und dazu ein bisschen von dem Baby's Breast. Das ist praktisch wie so ein Perlweißpuder damit hineingegeben, damit ich noch so ein bisschen Schimmer in meinem Weiß habe. Und jetzt gehe ich einfach in Spiralen in meine Form. Das Weiß mixe ich immer so an, dass man auch noch so ein bisschen den Spachtel erkennen kann. Es ist relativ opak, aber nicht zu opak. Also da müsst ihr wirklich den richtigen Weg finden, wie ihr das Weiß anmixt. So, und jetzt mit dem zweiten Untersetzer mache ich das Gleiche. Es ist immer am einfachsten, in Spiralen zu gießen oder in Kreisen zu gießen. Wer sich aus dem Becherchen nicht traut, einfach einen Spritzbeutel nehmen, das geht auch. Ist auch für Anfänger am freundlichsten und am einfachsten. So, jetzt nehme ich mir nochmal mein Dotting-Tool und gleiche so ein bisschen den Anfang aus, damit das nicht so hart wirkt. Und dann fange ich jetzt gleich auch schon an, mein Blumendesign zu machen. Und ich gehe einfach mit dem Dotting-Tool den Farbpunkten entlang, ne? Weil die Blume ist ja schon im Prinzip vorgegeben,
Also gehe ich einfach nur von außen nach innen. Und voilà, schon ist die Blume praktisch fertig. Und das mache ich auch mit dem zweiten Untersetzer. Das ist immer schön, wenn eine Form oder auch die Farben einen vorgeben, wie man die Blume gestalten kann. Finde ich sehr einfach und oft auch am effektvollsten. So, und jetzt nehme ich mir auch nochmal die dünnere Seite des Dotting Tools und ziehe mir nochmal die Blütenblätter von innen nach außen, damit das da auch nochmal einen schönen Effekt bekommt. Und das mache ich auch wieder für beide Untersetzer. Und wie ihr seht, ich nehme mir wirklich immer meine Zeit. So, und jetzt kommt noch ein kleiner Swirl in der Mitte. Ich hatte erst überlegt, lasse ich es so, aber ich kann es einfach nicht sein lassen. Es kommt immer ein kleiner Swirl, aber das ist wirklich nur ein Mini-Swirl. Ihr seht das nur ganz, 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 ganz dezent. In der Hoffnung, dass was Schönes dabei rauskommt auf der anderen Seite. Ja, die Blumentechnik ist immer so ein bisschen herausfordernd. Na, meistens klappt es, aber auch bei mir nicht immer. So, das ist der nächste Tag und ihr seht, wir haben schon gut gearbeitet. Meine Untersetzer sind noch ein bisschen weich, muss also ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann sie anfassen. Sie sind wirklich so weit ausgehärtet, dass da jetzt nichts mehr passiert. Und schaut mal, sind die nicht schön? Ist die Farbe nicht schön? Ich finde das Blau total stark. Und dann auch in der Mitte mit dem kleinen Swirl, ist so richtig schön 3D-mäßig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn ihr die Pouring-Seite, also die Gießseite seht und dann praktisch den kleinen Swirl, also dunkel und dann innen hell, finde ich wahnsinnig. Also Harz ist schon toll. Hier der zweite Untersetzer, also nicht der, der andere, ist der, der mir am besten gefällt. Bin mal gespannt, wie eure Meinung ist. Aber ja, richtig schöner 3D-Effekt. Und ich mag das immer mit dem Klaren. Ich bin nicht immer ein Freund des Aufgießens, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das immer gerne, das Dezente, das Klare. So, und das ist auch schon das Endergebnis. Und da seht ihr auch nochmal, wie schön die Blütenblätter und die Mitte geworden ist. Doch, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, mit dem verabschiede ich mich auch. Heuwegelchen, mit dem verabschiede ich mich auch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gesund, eure Petra. Tschüss.